Der historische Verein von Rosenheim hat es sich zur Aufgabe gestellt, die unterschiedlichsten Persönlichkeiten als sogenannte Zeitzeugen zu interviewen. Diese Leute sind aus der Politik, aus der Wirtschaft, aus der Medizin, der Bildung und viele andere Dinge. Der historische Verein möchte das Wissen dieser Leute einfach archivieren. Wir sind heute bei Herrn Lindauer in der Wohnung und im Betrieb von Herrn Lindauer und seinem Sohn. Heute heißt 19. April 2016 im Ort Obermühle, der zur Gemeinde Griesstedt gehört. Der Betrieb von Herrn Lindauer ist seit ca. 40 Jahren in Obermühle, also muss es auch irgendwo eine Untermühle geben. Und da wollen wir heute mit Herrn Lindauer unser Gespräch beginnen. Herr Lindauer, Sie sind in der Untermühle aufgewachsen, die eine lange Tradition hat, reicht bis ins 14. Jahrhundert zurück, aber erst im 17. Jahrhundert wurde die Untermühle errichtet. Können Sie uns erklären, wie das war in der Untermühle? Ja, grüß Gott, Herr Dr. Hellweg. Ich habe das natürlich nicht erlebt, wie das war, aber ich kann mich heute erinnern aus Erzählungen, und ich bin ja 1937 geboren, was mein Vater, halt, meine Mutter, was die da halt immer gesprochen haben, auch in der Gastwirtschaft, so mit den Gästen und so, war das ja immer ein Thema. Und die Untermühle war also meine Heimat, wo ich geboren bin, und die gibt es ja heute auch noch, nur hat sich heute halt das alles geändert, da ist jetzt, sind andere Besitzer drauf. Und die Sache mit der Untermühle hat natürlich für mich schon eine große Bedeutung gehabt und hat es auch heute vielleicht noch. Es war ja immerhin eine Schiffsmühle und ein Sägewerk und eine Gastwirtschaft, eine Landwirtschaft und so. Das ist natürlich mittlerweile alles überholt. Wir haben das da ausgesiedelt in die Obermühle wegen der vielen Hochwasser, die da früher jährlich halt stattgefunden haben. Die Hochwasser waren immer sehr unangenehm. Ja. Bleiben wir noch dabei. Also der Inn war ja früher, ganz im Gegensatz zu heute, ein wilder, ein reißender Fluss, den man nicht ohne weiteres einschätzen konnte und der immer wieder über seine Ufer getreten ist. Und das war natürlich für die Leute nicht ganz einfach, dort zu leben. Aber es gibt noch einen anderen, kleineren Fluss, nämlich die Murren. Und die Leute und ihre Vorfahren, sozusagen nicht familienmäßig, aber die ursprünglichen Vorfahren, die haben sich sozusagen an der Murren angesiedelt. Ja, im Prinzip schon, aber der Inn hat natürlich die Murren immer beeinflusst, weil wenn der Inn höher war, war die Murren auch höher, und wenn der Inn ganz hoch war, war die Murren auch immer ganz hoch. Mhm. Dann ist halt das ganze Ufergelände da total überschwemmt worden, und die Mühle, also die Gastwirtschaft und das Wohnhaus weniger, aber die Mühle hat jedes Jahr halt ein paar Hochwasser abgekriegt im Keller und so, ja. Also es war eine Getreidemühle, ja, mit einem Sägewerk bereits schon damals? Ja, ja. Ja, Sägewerk war natürlich separat, das war irgendwo direkt hinter dem Haus, und die Mühle war vor dem Haus. Die Mühle gibt es ja jetzt noch, das Haus der Mühle, ja, aber das waren zwei Paar Stiefel natürlich, ja. Also Sie leben jetzt sozusagen, also eben vierter Generation, ja. Die Lindauer, seit 1868 sind Sie bekannt. Und Sie sind Ihr Sohn ist jetzt die vierte Generation, Sie sind dritte Generation, seitdem Sie sozusagen in der Untermühle waren. Ja? Und 1967 sind Sie dann in die Obermühle gezogen. Bleiben wir nochmal in der Untermühle. Es gab ja, glaube ich, auch eine Fähre, die also eben von den Inn überquert hatte. Ja, also die Ursprünge von der Fähre, die kenne ich nicht mehr. Das war so wie in Altenhönau. Zwischen Wasserburg und Rosenheim war ja kein Innübergang, nur die Fähre in Altenhönau beim Kloster, und in der Untermühle war so eine Seilfähre, die habe ich noch fast erlebt. Ich bin dann so als junger Mann, habe ich nur einmal ein paar Gäste über den Inn gerudert, die Fähre war dann schon abgebaut und so, ja. Aber es war schon, auf jeden Fall war das ein Übergang für die Gastwirtschaft, für die Mühle. Und so halt auch für Spaziergänger und für Urlauber, die haben da den Inn schon einmal gequert. Ja. Gell? Und das war ja nicht ungefährlich, weil der Inn halt bei Hochwasser war der
unheimlich gefährlich. Ja. Und es war eine Gastwirtschaft dabei, sagen Sie? War eine Gastwirtschaft dabei, ja. Die haben auch ihre Eltern betrieben? Ja, ja. Die ist schon gelaufen von meiner Großmutter her und mein Vater. Und ich habe die dann auch noch betrieben bis 1967. Ja. Genau. Also wie muss man sich das jetzt vorstellen? Getreidemühle, waren das die Bauern aus der Region, die ihr Getreide jetzt da hingebracht haben? Ja, ja. War nur eine Mühle für die Umgebung, für die Region Christstädt, ein bisschen vielleicht noch vor Rottam Inn. Die haben dann einmal ein paar Sackel Getreide über den Inn gebracht und so. Aber im Prinzip war es eine Getreidemühle, so eine 5-Tonnen-Mühle ungefähr, die da einfach so für die Umgebung Mehl erzeugt hat. Ja, ja, jetzt schauen wir uns an. Sie sagen, Sie sind 1937, sind genau am 17. November 1937 geboren, also 2 Jahre praktisch vor Beginn des Zweiten Weltkriegs und sind also als Kind praktisch in dieser Untermühle aufgewachsen. Können Sie kurz von Ihren Eltern oder Geschwistern etwas sagen? Ja, wir waren da, also 37 bin ich geboren, aber ich war das 4. Kind. Ja, ich habe nur einen älteren Bruder und einen jüngeren Bruder und 2 Schwestern, die sind auch älter als ich. Ja. Mhm. Den Zweiten Weltkrieg habe ich dann so über die Gastwirtschaft eigentlich sehr intensiv Ihre Eltern hießen? Ja. Franz? Franz und Cecilia Lindauer. Genau, ja. Mhm. Die waren in zweiter Generation praktisch, die Besitzer der Getreidemühle. Ja. Ja. Genau. Und Sie sind da aufgewachsen? Also mein Vater ist da aufgewachsen. Er ist in der Untermühle geboren. Mhm. Und meine Mutter, die kam auf Ebenhausen. Das ist da bei, irgendwo bei Ammerau und so. Mhm. Aber die war dann auch eben in der Untermühle gelebt. Bis zum Umzug 1967 in die Obermühle. Mhm. Hat dann bei uns gelebt bis 1994. Ja. Jetzt bleiben wir noch mal dabei. Es war ja, haben wir vergessen, vorher auch ein Elektrizitätswerk war sogar noch dabei. Ja. Ja, auf der Basis vom Wasser natürlich. Mhm. War das neben dem Haus? Das war so, nein, die Mühle hat ja immer schon Wasserrad oder Turbine gehabt. Wasserrad habe ich nicht mehr erlebt, aber da hat mein Vater dann schon eine Turbine eingebaut. Mhm. Und mit der Turbine hat man halt dann auch einmal mit Generator so Gleichstrom erzeugt. Mhm. Mit der Idee, die Mühle zu und das Gastwirtschaft und so weiter mit Strom zu versorgen. Das ging aber dann nicht so gut, weil da die Kraft dann zu wenig war. Dann hat man sich halt zusammengeschlossen mit den Isar Amperwerken. Dann ist das kleine E-Werk da Tag und Nacht an den Isar Amperwerken gehangen. Mhm. Und bei Hochwasser oder wenn man keinen Strom braucht hat, hat man halt Strom geliefert in das öffentliche Netz. Und wenn wir Strom gebraucht haben, dann hat man halt Strom bezogen. Das war halt so hin und her mit Strom und mit vielen Stromzählern und so. Das habe ich aber alles noch, habe ich noch gut erlebt. Ich habe dann das ja die letzten Jahre dann persönlich gemacht. Ja. Und das war nicht ganz einfach, mit so einem großen Anbieter und so ein kleines E-Werk da das Ganze wirtschaftlich zu verfolgen. Ja. War nicht einfach und da ist ein ganz großer Mann mir gegenüber gesetzt beim Verhandeln mit großer Erfahrung und ich mit ganz kleiner Erfahrung, aber wir haben das halt schon hingebracht. Ja. Gibt es das noch, das Stromwerk jetzt? Unten? Das läuft noch, ja. Ja? Ja. Ja, jetzt schauen wir mal an, Sie sind also praktisch ein Kind gewesen, als der Zweite Weltkrieg war und haben den Krieg also als Kind mehr oder minder so am Rande erlebt. Vielleicht können Sie mal da berichten, wie das war, also eben als vor allen Dingen in der Endphase des Krieges 1944-45. Das war für mich natürlich immer sehr, sehr interessant. Die Gastwirtschaft, die war ja eigentlich so mehr ein Wochenend- und Sonntagsbetrieb. Und sonntags kamen halt die Soldaten, die da halt Urlaub hatten gerade und so weiter. Mhm. Daher kommt es ja auch, dass ich alle Leute in Christstädt da gekannt habe früher. Die kamen da halt viele in die Wirtschaft und haben dann halt erzählt, die haben da die grausigsten Geschichten erzählt, gell? Wenn die da erlebt haben, die Russen erschießen oder wenn die Russen einem Deutschen einen Gefangenen am Kopf abgeschnitten haben mit der Kreissäge und so. Mhm. Das waren sich grausige Dinge, die mich heute noch bewegen, das ist ganz klar. Mhm. Und es waren ja auch kriegsgefangene Franzosen in der Mühle? Wir hatten auch dann, ja, die letzten Jahre hatten wir dann kriegsgefangene Franzosen einquartiert in Holzhausen. Mhm. Da haben ein paar bei uns im Sägewerk gearbeitet. An einen kann ich mich gut erinnern, das war der Peri. Der hat bei uns mit dem Pferdefuhrwerk alle Fuhrwerksfahrten unternommen. Mhm. War echt interessant. Die haben auch dann bei uns einmal an der Brücke gearbeitet und so. War halt immer ein Problem,
Das waren Franzosen, das waren aber zum Teil waren das intelligente Menschen, die sprachen auch Spanisch und Englisch. Wir natürlich gar nicht, wir haben halt Deutsch, Französisch mit Händen und Füßen geredet, aber es hat geklappt. Ja. Genau. Also Sie waren damals praktisch, 1945 waren Sie 7 Jahre alt, jetzt, na, da kamen die Amerikaner, an das erinnern Sie sich auch noch gut. Ja. Die Amerikaner, die kamen, ich war damals sechs, sieben Jahre, die kamen da in der Früh um 5 Uhr ungefähr, kamen die über den Inn mit Motorbooten und weiß Gott was und so. Mhm. Und wir hatten aber in der Gastwirtschaft vom Vorabend noch eine SS-Einheit in der Gastwirtschaft. Mhm. Die waren aber alle wie vom Winde verweht verschwunden in der Früh. Also als die Amerikaner kamen über den Inn, hat man da keinen mehr gesehen. Mhm. Und dann hat sich halt das so eingebürgert, die kamen dann so langsam im Laufe des Vormittags ums Haus geschlichen, gell? Waren die hier dann auch stationiert, oder? Ja, die kamen halt so, der Tross kam halt an, gell? Die kamen dann auch mit Panzer und Auto und Chips und so, kamen die auch von der Seite von Christet in die Untermühle. Ja. Ich hatte damals noch nie einen Panzer gesehen, gell? Aber die haben da den Weg gefunden, gell? Und dann war die Untermühle einmal einen Tag, das war ein Heerlager, ja. Da war allerhand los, aber es fiel den ganzen Tag. Da wurde nicht geschossen. Gell? Das war immer sehr interessant. Also war für mich sehr interessant. Ja. Und mein Vater der war natürlich bei der Partei. Er musste ja auch als Sägewerksbesitzer, der hätte ja sonst kein Holz kaufen können, wenn er nicht bei der Partei gewesen wäre. Ja. Der war natürlich schon eine Zielscheibe für die Wehrmacht, da, ja, für die amerikanische Wehrmacht. Da, gell? Den hat man einmal ein paar Mal an die Wand gestellt da in der Untermühle. Aha. Haben Sie das als Kind miterlebt? Habe ich selber gesehen, ja. Aber doch die Franzosen, die haben dann das so schön immer reguliert. Die Franzosen waren dann unsere Helfer in dem Moment. Gell? Mhm. Die sprachen ja Englisch und Spanisch und Französisch. Und die Engländer, also die Amerikaner, die dann kamen, die waren ja auch, das waren ja dann schon Leute mit Ausbildung und so. Das hat sich dann schon irgendwie erklärt. Gell? Aber es war schon, ich habe das nur mehr oder weniger so als Gaudi nur empfunden, aber meine Eltern war das schon, das war ein harter Tag. Gell? Ja, das kann man vorstellen. Ja. Auch in der Zukunft dann, ja. Also in der Zeit nach 1945 waren die Mühle und die Gastwirtschaft natürlich beliebte Anlaufstellen, vor allen Dingen für Leute wie Hausierer, Hamsterer und Bettler. Das haben Sie sicher auch so erlebt. Genau, ja, die Mühle. Die Mühle. Die Mühle war ein begehrtes Ziel, ja. Die mussten wir dann auch zusperren, also alle Türen und so, weil wir hatten da einen Müllermeister, der Xaver Schweiger hieß der. Der hat dann manchmal, wenn ich zu war, ist da auf einmal ein Müller in der. So ein Bettler oder so ein Hausierer, Hamsterer hat man früher gesagt, ist der dann auf einmal in der Mühle umgestanden und so, gell? Das war dann schon oft einmal doch ein riskantes Thema und so, ja. Ja klar, die Leute, die hatten ja auch Hunger. Die hatten Hunger, genau, ja. Ja, da war die Mühle sehr gefragt und Mehl war knapp, das ist ganz klar, ja. Sie haben also von dem Müllermeister mal erzählt, Xare hieß der, glaube ich, jetzt, ja. Der war ja auch ein guter Schütze. Ja. Genau, ja. Der war ein sehr guter Schütze. Der hat mir auch dann das Schießen früh genug gelernt. Da haben wir dann schon mit einem echten Karabiner mal auf Ratzen geschossen. Genau, und ich hab die auch getroffen. Das war dann für mich, das war an sich mein, der Auftakt zu meiner Freude zum Schießen, Schützenverein und so weiter. Ja. Ah ja. Okay. Und es waren ja auch im Betrieb verschiedene Leute einquartiert. Ja. Eben waren ja, glaube ich, waren mehrere Familien aus dem Sudetenland bei Ihnen einquartiert. Das war das Flüchtlingsthema dann. Ja. Ja. Die kamen dann, die Amerikaner waren ja dann weg, die waren dann noch stationiert in Christet und in Rott und in Rosenheim und so. Aber dann kamen ja die Flüchtlinge mit Pferd und Wagen und so weiter. Und wir haben dann auch in der Untermühle, im E-Werk und im Zuhaus und so, haben wir dann so peu à peu so 5, 6 Familien einquartiert. Also auch in der Gastwirtschaft waren 2 Familien im oberen Stock einquartiert. Das war aber kein Problem und es war kein Thema und kein Problem. Obwohl es eng war natürlich für alle Beteiligten. Ja, aber ja. Man hat es nicht anders gewusst, ich als kleines Kind sowieso nicht. Und das war, kann man nicht vergleichen mit Flüchtlingen aus der heutigen Zeit, das ist ganz klar. Ja.
Sie haben gesagt, dass eben das Mehl war natürlich begehrt, aber zu der Mühle gehörte ja auch eine Landwirtschaft. Genau, ja. Landwirtschaft war da auch bedingt dabei von früher. Es war eine kleine Landwirtschaft, vielleicht mit 10 oder 11 Kühen und ein paar Schweine, und aber halt mit Futterbetrieb. Also das Gras wurde halt jeden Tag in der Früh geholt. Im Sommer musste natürlich auch geheut werden, also Heu einbringen und so weiter. Und einfach eine Landwirtschaft, so wie es halt früher gang und gäbe war, aber halt in kleinem Format. Ja. Genau. Also da ging es den Leuten nicht ganz so schlecht, ich meine jetzt, ja. Die Umgebung, die Grundversorgung. Man hat sie ja dann gekannt, gell? Da hat man jeder gewusst, das ist der Herr Otte und das ist und so weiter. Ja. Genau. Also im Gegensatz zur Großstadt beispielsweise. Ja. Aber die kann man zum Hamstern doch bis aus München. Ja, das kann man vorstellen. Ja. Darum hat man da wirklich, hat man mal so monatelang alle Türen zusperren müssen, gell? Weil die haben dann plötzlich in allen Räumen gestanden. Gell? Ja, Sie erinnern sich, da wurde ja mal eingebrochen auch, glaube ich, in die Mühle. Ja, haben wir einen Einbruch gehabt, ja. Da wüssten wir zwar, haben wir zwar nie erfahren, was das war. Komischerweise hatten wir da auch einen Hund, und zwar einen ganz scharfen eigentlich. Aber der Hund hat nichts gemacht in der Nacht. Es waren dann in der Früh alle Räder weg, die Räder und die Radios und so halt so typische Sachen, die man halt damals gebraucht hat. Gell? Das Mehl aus der Truhe von meiner Mutter war natürlich weg. Mit der Truhe. Also, das war an sich ganz interessant. Ja, richtige Profis wahrscheinlich. Waren Profis, Erinnert uns an heute irgendwo. Ja. Naja, also Sie gehen dann also jetzt ab 1943 zur Schule nach Griesstedt. Vielleicht berichten das Sie war, mal. Ja, das war halt so, das waren 4 Kilometer damals, die Straßen waren damals. Aber man darf nicht vergessen, die Untermühle liegt ja am Inn und man muss immer natürlich den Berg rauf, jetzt aufs Hochufer sozusagen. Und, 4 Kilometer, das ist eine ganze Menge. Das war ein Mordsweg, nicht mehr so wie jetzt, wo die Straßen halt gerade sind und kurz und so. Das war damals wirklich ein Weg, da hat man schon mal eine saubere Stunde marschieren müssen. Einfach. Aber man war nicht alleine, gell? Also der nächste Nachbar hat ja auch Kinder gehabt und so weiter. Also das war auch eigentlich eine richtige Gaudi. Als Kind hat man das so empfunden. Fahrrad gab es ja nicht wahrscheinlich. Die ersten Jahre nicht. Und wie muss man sich die Schule vorstellen? In Griesstedt? Ja, das Gebäude steht ja heute noch. Aber die erste Zeit in der Schule, da war das noch so, da ist schon passiert, dass man vor mir sagt, das Fräulein Hoffmann war das damals, da hat es auf mir war Fliegeralarm, dann haben wir da heimgehen dürfen wieder, hat uns die da rausgestappt aus der Schule und da waren am Wegesrand waren da so Gruben ausgehoben, so 1 Meter mal 2 Meter so. Das haben auch die Gefangenen gemacht und so. Und wenn der Fliegeralarm war, dann hat man halt da reinspringen müssen, bis der Flieger vorbei war. Und dann ist das, also es war aber nichts Besonderes, im Gegenteil. Ja. Es war eigentlich ein Mordsgaudi. Die Kinder haben das als Abenteuer empfunden. Aber auch zur Schule nochmal zurück, es war doch wahrscheinlich so, dass die 1. bis 4. Getrennt war von der 5. bis 8. Ich weiß das nicht mehr so ganz genau, aber die ersten Klassen, die waren auf jeden Fall, da waren mindestens 2 oder 3 Klassen in einem Zimmer. Und dann ab der 3., 4, da waren dann einmal 4 oder 5 Klassen sogar in einem Zimmer. Und dann, es war ja alles in Griesstedt. Gell? Und da gab es ja in Altenhainau, da war ja früher ein Kloster. Und da kamen auch die Kinder an von weiß Gott woher. Also das waren Kinder aus Russland und aus der Ukraine und also auch von Sudetenland und so. Und die haben dann auch die Schule da in Griesstedt halt da bevölkert. Und da waren dann schon mal im Klassenzimmer auch mal 50, 60 Zimmer. Die Klassen hat man dann gar nicht mehr, da war nicht mehr sichtbar. Also für uns nicht, ist jetzt der 3. oder 5. oder 6. Aber da waren zum Teil schon große Kinder dabei, große Mädel mit einem Mordsbusen. Also das war also ganz, es war interessant, aber halt nicht mehr vergleichbar mit heute. Also die Lehrer müssen wirklich super Pädagogen gewesen sein. Das waren sein. Super Pädagogen, glaube ich, Also das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, Und Sie haben dann den Abschluss in Griesstedt gemacht? Und wie ging das dann? Volksschule halt, Wie ging es weiter? Aber damals war ja das keine Frage. Da hat es geheißen, und was macht man jetzt mit dem Beruf? Da hat es bei mir geheißen, du Georg, heute kommt der Meister, der Müllermeister, und da kam da halt der Müllermeister von irgendwo her. Und dann hat es geheißen, das ist dein Meister. Und das war dann in Edling, irgendeine Mühle.
Also Ehlingen bei Wasserburg. Ehlingen bei Wasserburg, ja. Da bin ich dann mit dem Radl hingefahren. Jede Woche, 2,5 Jahre lang. Das war nicht unbedingt Ihr Berufswunsch, schätze ich. Nein, war nicht mein Berufswunsch. Das war automatisch einfach, ja. Da hat es geheißen, du wärst Müller. Du wärst Müller. Mein älterer Bruder, der kam ja schon eigentlich als, der kam schon vom Krieg zurück. Ja, ja. Der war SS-Schüler in Sandhofen. Aber der kam da noch gerade noch rechtzeitig nach Hause und so. Der hat dann auch noch eine Müllerlehre machen müssen dürfen. Und da habe ich dann auch mit Wasserburg die Prüfung gemacht für mit Müller, ja. Also Sie waren dann praktisch in Wasserburg in der Berufsschule? Berufsschule. Da waren aber auch noch die Bäcker dabei. Genau, mit den Bäckern war die Berufsschule gemeinsam, ja, das war auch ganz interessant. Und die Meisterprüfung habe ich dann... Also Moment, Sie haben da die Gesellenprüfung gemacht. Das war die Gesellenprüfung in Wasserburg, ja. Und das Nächste, was Sie jetzt meinen, ist die Meisterprüfung, die war dann ganz woanders. War ja irgendwie gefragt, machen wir die Meisterprüfung und so, aber das ging dann irgendwie so einfach, das hat sich irgendwie geregelt von der Innung her. Dann hat sie geheißen, du musst eine Meisterprüfung machen. Und die war dann in Passau. Das war 1956. Da bin ich dann schon mit dem Motorrad nach Passau gefahren. Ja. Und da war dann, das hat nur ein paar Tage gedauert. Natürlich, ja. Die habe ich dann abgeschlossen als Landessieger, Müllermeister. Das hat mir zwar nie was genützt, weil das hat dann nicht mehr lang gedauert. Dann waren die Mühlen alle... sind alle weggeschliffen worden. Gell? Genau. Sie waren also bester Müller Bayern sozusagen. Ja, aber ich weiß, ob ich das war, weiß ich gar nicht, aber das Papier habe ich halt gekriegt. Gell? Sehr gut, ja. Gut. Und die Mühlen haben Sie dann langsam nicht mehr rentiert, das also hat, diese kleinen Mühlen. Ja, wir haben den noch versucht, durch Zusammenarbeit mit Mühlen aus München oder aus der Umgebung und so, dass man das noch fortführen könnte irgendwie, man hat es versucht, gell? Ja. Aber das hat sich über Nacht hat sich das erledigt. Gell? Das ist einfach das hat sich auch mit Lohnsteigerung und mit Mehllieferungen von den großen Mühlen, die Bauern haben dann halt auch lieber das Mehl geholt bei irgendwo bei mit Amerikanerweizen, also Amerikanerweizen war damals das große Schlagwort. Mehl aus Amerikanerweizen und so. Und dann hat sich das wirklich, das hat sich über Nacht hat sich das aufgelöst. Der Geschmack hat sich natürlich geändert. Ist heute wieder anders. Ist heute wieder anders. Genau. Also, Sie haben sich dann auch beruflich umorientiert, ja? Ja, wir hatten ja immer schon das Sägewerk. Das Sägewerk hat aber mein Vater schon 1929 nach Obermühle hier verlegt, aber nur das Sägewerk. Das war dann nur halt so eine Holzhütte, aber das war schon dann, das hat schon ein bisschen Rang und Namen gehabt. Ja, das war leichter nicht zum Anfang. Ja, man braucht nicht mehr über den Berg runter und so, gell? Genau. Also, da war das schon ein Mords. Eigentlich ein Mordsaufstieg, ja. Aber dann haben wir eben 1967 uns entschlossen, unten das zu verkaufen und alles und heraufzuziehen, aber dann halt nur mehr für das Sägewerk. Die Landwirtschaft wurde aufgelöst und die Wirtschaft sowieso. Ich war kein guter Wirt, ich habe nicht geraucht und nicht getrunken. Also, schlecht für den Wirt, ja. In Bayern schlecht besonders. Für den Wirt, ja, genau. Ist klar. Bleiben wir noch dabei, Sie haben also eine andere Ausbildung auch gemacht. Ja. Sie sind also nach Rosenheim jetzt gegangen. Dann kam die Sägewerksausbildung, ja. Das war nur so, Sägewerksausbildung. Das gab es damals auch fast noch nicht. Da war zwar in Rosenheim schon eine Schule, die Holzfachschule. Ja. Und eine große Firma gab es da damals in Rosenheim, Firma Eicher, die gibt es heute auch schon lange nicht mehr. Das ist da, wo jetzt das Eichergelände ist. Das war früher ein riesen Sägewerk, da habe ich meine Lehre gemacht. Und auch das ist praktisch schon mal die zweite Lehre sozusagen. Die zweite Lehre, ja. Also auch mit Gesellenprüfung. Und dann auch die Meisterprüfung, das war dann auch wieder anschließend, halt mit, da braucht man ja ein paar Lehrjahre, Gesellenjahre, dass man die Meisterprüfung machen kann. Das war damals auch noch doch noch ziemlich genau geregelt über die Innungen und über die Handwerkskammer. Und durch die Sägewerk... Das war dann in München praktisch. Das war dann in München, aber das Sägewerk war immer schon Handelskammer und die Mühle und das war Handwerkskammer. Dann bin ich da irgendwo so zwischen den Seilen da gehangen mit der Meisterprüfung. Ja. Die Meisterprüfung war dann eigentlich, obwohl ich eine Lehre hatte für das Sägewerk, habe ich dann die Meisterprüfung gemacht über die Handelskammer. Die war aber dann schon in München. Die IHK, also Interessierte Handelskammer, die hat damals schon in München eine riesige Schule betrieben, aber keinen Lehrbetrieb mehr. Der Lehrbetrieb, der war halt irgendwo in der Prärie, am Land und so. Aber die Schule war in München und auch mit Meisterprüfung, Genau. Also Abschluss mit Meisterprüfung, Ja, und dann heirateten Sie ja 1962, haben Sie geheiratet? Haben wir geheiratet, ja, genau.
Das war Ihre Frau? Meine Frau, die kam aus der Gemeinde, das war zwar, habe ich zwar in Rosenheim kennengelernt, das war Rosa. Anwaltsgehilfin, ja. Die Rosa war das, ist das, das ist immer ist noch. Immer noch, ja, natürlich. Die Rosa und dann ging es halt los und hat man halt herum sich so Kinder. Etabliert, ja. Kinder? Kinder haben wir auch natürlich, ja, drei, also eine Tochter, die ist in München jetzt, die hat studiert und ist dann in München geblieben. Und die zweite Tochter, die hat einen Banker geheiratet, der ist auch in München jetzt, lebt da in Karo. Und der Sohn, das dritte Kind, der hat den Betrieb jetzt übernommen im Jahr 2000. Genau, auf den kommen wir dann gleich zu sprechen, Georg jetzt, ja. Also Sie haben dann aber auch jetzt nun 1965 als Familie den Betrieb von Ihrem Vater offiziell notariell bekommen. Genau, ja. Das war so ein Realitätenbesitzer. Ja. Das war eine Riesensache eigentlich mit Landwirtschaft und Gastwirtschaft und Wald, und aber alles in kleinster Dimension halt. Ja. Sägewerk und so, das war an sich sehr schwierig. Den Betrieb verkaufen hat man das auch nicht können, da hat man nichts gekriegt dafür. Gell? Nur halt dann für das ganze Haus und für das Grundstück. Mhm. Aber ich wollte ja nicht das ganze Grundstück verkaufen, ja. Nur halt das Haus und so und die Mühle halt. Das wurde dann verkauft und haben herum dann das Haus gebaut da. 1967 war das, ja. Aber wir haben vorher schon begonnen herum mit Büro und Garagen und so. Und dann haben wir halt den Betrieb so nachgezogen, also in der Form, wie er heute da steht. Das hat dann halt Jahre gedauert. Mhm. Aber da ging es genauso mit dem Sägewerk. Da ist auch so, das hat sich auch irgendwo, haben die kleinen Sägewerke, haben sie irgendwie so halt, die wurden totgeschliffen, gell, von den Großen. Und dann hat man halt gemerkt, dass das Sägewerk nicht mehr so das Wahre ist. Dann haben wir halt die Zimmerei angefangen. Ich war aber kein Zimmermeister, aber ich war halt der Müllermeister und der Sägewerksmeister. Und dann war die Kammer großzügig und hat gesagt, ja, du darfst auch eine Zimmerei anfangen. Aber wir haben dann immer einen Zimmermeister beschäftigen müssen. Mhm. So, damit halt immer ein Meister da war. Wir haben ja immer Lehrlinge ausgebildet. Mhm. Hier, also Sägewerkslehrlinge und Zimmererlehrlinge und so, und das macht man heute noch. Ja. Also das ist was nochmal, also die Landwirtschaft, die Mühle, die Gastwirtschaft, die wurden stillgelegt. Genau. Und Obermühle haben sie praktisch 1967 neu, alles, das Betrieb, Haus und so weiter, gebaut. Sägewerk haben sie dann schon früher rauf verlegt und Sägewerk haben sie dann auch später. Ja, das verkauft. Wurde dann halt drumherum, also um das Sägewerk, da wurde natürlich rundherum ein Grundstück dazugekauft, also im Süden und im Westen und im Osten und im Norden, ja. Mhm. Und so wurde halt dann das aufgebaut, so, ja. Um halt das Ganze halt dann so groß zu gestalten, dass das halt auch schon ein bisschen einen Bestand hat und ja. Dass man halt da schon mitreden kann. Gibt es da unten noch, unter Mühle ist da noch irgendwas? Die Mühle ist leer, das E-Werk gibt es da noch, ja. Und das ehemalige, die Gastwirtschaft, da ist jetzt noch einigem Wechsel und so, ist jetzt eine Firma drin, die machen, ist eine Gerüstbaufirma. Also das Gebäude gibt es praktisch noch. Gebäude gibt es noch, ja, genau. Also Sie haben das im Jahr 2000 haben Sie dann das Sägewerk nach Sarajevo verkauft? Genau, ja. Das Sägewerk haben wir verkauft, das läuft auch noch in Sarajevo. Aber die Räumlichkeiten und so, das ist dann alles im Rahmen der Zimmerei aufgekommen. Mhm. Jetzt machen wir halt da Holzhausbau und Zimmerei und so weiter. Ja. Und zur gleichen Zeit, also im selben Jahr, haben Sie dann auch die Betriebsübergabe an Ihrem Sohn jetzt? 2000, genau. Das ist so, das geht ja ganz so peu à peu über den Notar. Da wird halt alles übergeben und wir haben dann auch alles an den Junior übergeben, also eigentlich alles, außer das Haus, wo wir halt wohnen jetzt. Ja, ja. Das ist aber auch vererbt, wenn wir sterben, dann gehört das auch zum Betrieb dazu. Ja. Also es wurde ja dann praktisch, wie Sie vorher schon sagten, eine Zimmerei praktisch neu aufgebaut, und dieser Holzhausbau, wie er heute heißt, der von Ihrem Sohn jetzt. Das ging natürlich in vielen Schritten. Ja, so eine Zimmerei, das ist ja so, da ist ja vom Sägewerk, da wurde das Holz erzeugt für Dachstuhl und so weiter. Das wurde aber dann auch, das hat sich auch langsam dann alles verändert, die Bauweisen und so. Und dann ist man halt übergegangen, dann haben wir einmal ein paar Jahre lang Gartenhäuser gebaut. Mhm. Also schon in größerem Umfang haben wir schon ein paar tausend Gartenhäuser gebaut.
Und auch der Junior, der war an sich, der hat ja ein Studium gehabt. Der hat ja, genau, was würde ich gerade fragen. Hat ja in München studiert. Ja. Und, aber der ist Bauingenieur und hat dann eben die Zimmerei mehr ausgebaut. Und jetzt machen wir halt, wir bauen auch noch Gartenhäuser, wenn es sein muss. Aber im Prinzip, da man jetzt macht er nur mehr Holzhausbau eigentlich. Ja. Genau. Aber wir sind eine kleine Firma, wir bauen vielleicht so 20, 25 Häuser im Jahr. Mhm. Aber das ist so mit einem Betrieb mit zwischen 10 und 20 Mann ist das heute eine normale Größe. Ja, ja, ja. Aber es ist interessant, meine, Sie haben sich im Raum Rosenheim, also Ihr Sohn jetzt vor allen Dingen, dann auch sehr stark engagiert. Ja, ja. Wir können auch ein paar Beispiele nennen, an denen Ihr Sohn jetzt hier beteiligt ist, in Rosenheim selbst. Ja, ja, ich habe ja dadurch, dass ich habe alle Schulen im Holzbau, da hat man ja doch, also es war ja nicht nur die Prüfung für Sägewerksgeselle, und Holzbearbeitungsmeister und so, das waren ja viele Stufen, viele Schulen und Seminare und so. Dadurch hatte ich natürlich immer schon einen unheimlich guten Bezug nach Rosenheim. Ja. Und darum haben wir in Rosenheim wirklich viel gemacht. Also ich konnte jetzt gar nicht alles aufzählen. Aber Hochbauamt haben Sie beteiligt, den Holzaufbau. Ja, ich habe da nur die größeren Bauwerke. Ja, an der Wilhelmsbaustraße. Genau, ja. Genau. Aber wie, ganz wichtig, die Stadtpfarrkirche. Stadtpfarrkirche, genau. Renoviert. Das war ein sehr schönes Bauwerk. Ja, ja, natürlich. Jetzt da sind wir heute noch stolz drauf. Ja, es ist ja ein riesen hoher Turm jetzt. Ja. Ja. Dann haben Sie sich sehr, also Ihr Sohn, ich sage immer Sie, meinen Sie natürlich jetzt die Firma, sehr engagiert im Lokschuppen. Die verschiedensten Ausstellungen. Als der Lokschuppen dann so heute schon langsam zu einem Ausstellungsgebäude umgebaut wurde, da, ich habe die Leute natürlich alle gekannt, damals, gell? Erst den Stöcker und dann die Frau Bürgermeister Bauer. Da haben wir halt Beziehungen gehabt durch die Kreishandwerkerschaft. Dann war ich einmal zwei Perioden Kreishandwerksmeister. Da kommen wir noch gleich drauf zu sprechen. Bleiben wir zuerst nochmal, also Sie, bei den Lokschuppen, ich habe da mal angeschaut, da gibt es eine ganze Reihe von Dingen, wo ihr sie gebaut habt, bei den Dinosaurier beispielsweise. Ja, waren Sie im Bau der Dinosaurierhalle? Dann bei der Gewürzeausstellung habe ich geschaut, aber der Innenausbau und die Schiffskulissen. Dann bei der Indianerausstellung war auch der Innenausbau. Bei Alexander den Großen auch der Innenausbau. Ja, und beim Regenwald ganz groß jetzt hier, der Baumwipfelpfad. Das war der Baumlehrpfad und so, ja. Ja, natürlich, also da haben Sie sehr viel für den Lokschuppen gebaut jetzt hier. Dann haben Sie für das Sportheim von der PTSV in Rosenheim jetzt hier gebaut und ganz viele andere kleinere Dinge. Dass man heute halt Leute alle gekannt hat, kann man die dann heute halt auch zu uns. Landesgartenausstellung natürlich nicht vergessen. Landesgartenausstellung. Verschiedenste Gebäulichkeiten sind von Ihrer Firma gebaut worden. Da gibt's wir unterstützen da ja von den Rotary aus, also eine große Sache, wo die Kinder, also eine Schutzsache, wo die Kinder das für Sucht, Nikotin, Alkohol und so weiter, ja. Mhm. Und das war eben für Freunde, hat das geheißen, also LOS. Ja, erst Sucht, LOS, Leben ohne Sucht. Und dann jetzt nennt man das Freunde. Und so hat sich heute halt das dann so aufgeschaukelt. Ja, und so geht es uns eigentlich, so läuft es heute halt jetzt dahin. Mittlerweile haben wir jetzt in Rosenheim schon ein paar Baustellen, aber ich kenne die gar nicht mehr. Ich bin ja jetzt, also ich bin nicht mehr der Chef. Ja. Ich gehe nur ins Büro, wenn ich muss. Ja, ist klar. Aber jetzt bleiben wir noch dabei. Sie haben also verschiedene Funktionen auch ausgeübt und das haben Sie gerade, wollten Sie vorher sagen, bei der Handwerkskammer beispielsweise. Ja. IHK, Industrie- und Handelskammer. IHK, das war so, da waren wir immer dabei mit dem Sägewerk. Das war ja Pflicht, da musste man dabei sein. Und mit dem Aufbau der Zimmerei, das war Handwerkskammer. In München jetzt? In München, ja. Und da ist halt so, da ist man dann irgendwo halt einmal, da ist man halt einfach dabei und dann war ich ja da von Anfang an, ich weiß gar nicht mehr warum, war ich dann auch immer in den Prüfungsausschüssen, sowohl bei den Gesellen wie auch bei den Meistern, also Gesellen beim Handwerk und Meister bei der IHK, bei der Industrie- und Handelskammer und so. Bis vor vielleicht einem Jahr habe ich jetzt da bei der IHK und bei der Handwerkskammer habe ich mich da jetzt abgemeldet, ja. Prüfungsausschuss, das ist halt so, bei allen Prüfungen, mündliche und schriftliche Prüfungen, da waren wir halt da dabei als Aufsichtsperson. So, immer mit ein paar Lehrern und so. Ja. Na, Sie haben sich ja weiter engagiert, Sie sind ja immer noch, glaube ich, ehrenamtlicher Richter. Im Landessozialgericht, ja. Das bin ich noch bis zum Jahr 2000, ja.
so hat man mich noch verdonnert. Wie lange machen Sie das schon? Seit 1978, ja. Seit 1978, ja. Sehr verantwortlich für die Tätigkeit. Ja, es ist manchmal recht interessant, aber manchmal auch recht nervig. Mhm. Da geht es ja doch immer, also im Landesgericht ist man ja immer an zweiter Stelle, also alles, was in erster Instanz nicht über die Bühne geht, kriegt man dann ja ans Landessozialgericht, also an das Landgericht und so, ja. Und das ist schon manchmal ganz schön hart, ja, das ist nervig. Ja. Sie sind auch tätig als das KN eingeführt hat, diese Evaluation. Das hängt mit den Schulen zusammen. Ja, genau. Ja, genau. Vor allen Dingen für die Grundschule Rosenheim, glaube ich. Ja, aber da bin ich auch im Ganzen. Also ich war jetzt vorige Woche, fast eine ganze Woche in Niederwein, im Buchdorfen, Buchrein heißt das oder so. Ja. Mhm. Bei der Grundschule auch, oder war das? Grund- und Mittelschule, ja. Grund- und Mittelschulen, ja. Das ist auch ein ganz interessanter Job, natürlich. Aber halt, man ist ja den ganzen Tag weg. Gell? Ja. Das ist nicht immer lustig, aber interessant, aber sehr interessant. Genau. Und Sie sind ja lange Jahre Gemeinderat gewesen, Sie waren 18 Jahre das Gemeinderat. So. Genau, aber das ist auch so, wenn man so wie in meiner Position da als Mühle und Sägewerk, da war man halt für einen Gemeinderat, da, wenn man vorgeschlagen worden ist, dann war man auch schon so gut wie gewählt. Gell? Ja, das ist klar. Sie waren sogar zweiter Bürgermeister. Ja, dann 12 Jahre zweiter Bürgermeister. Ja. Von 1968 bis 1980 jetzt. Ja. 80, ja genau. Ja. Und die letzten zwei Perioden waren damals nur sechsjährige Perioden. Ja. Also insgesamt waren die 18 Jahre im Gemeinderat. Das ist eine lange Zeit. Da kennen Sie die Probleme sehr genau hier in der Gemeinde. Ja, kenne ich gut aus. Ja, das kann man vorstellen. Ja. Aber auch das ist lange her. Damals hat man ja im Dorf hat man ja jeden gekannt, das ist jetzt nicht mehr so, gell? Durch den Zuzug und so weiter, ist jetzt das einfach so, dass man die Leute, man kennt die nicht mehr, gell? Und die kennen mich auch nicht mehr, gell? Die jungen Leute. Früher haben wir die Kinder alle gegrüßt, jetzt die grüßen wir nicht mehr, weil sie mich nicht mehr kennen. Gell? Mhm. Herr Lindner, zum Schluss jetzt nochmal, bevor wir das Gespräch abschließen, Sie haben immer Bezug zu Rosenheim gehabt, zur Stadt Rosenheim, ja? Wenn Sie das nochmal kurz erklären. Das kam eigentlich daher, dass man erstens einmal nach Süden orientiert ist, nicht nach Norden und so, und durch die Schulen. Also zum Beispiel das Holztechnikum in Rosenheim, das war ja noch damals noch in einem ganz relativ kleinen Haus, das Holztechnikum. War in der Schule mit ein paar Lehrern, ich habe das selber nie erlebt. Aber ein Herr Vronius, das war ein Rumänendeutscher, der ist mittlerweile leider auch schon gestorben, der war ja jetzt schon 100 Jahre alt. Ja. Der hat damals schon dann die Holzschule herausgestampft. Die hat ja mittlerweile wirklich, der hat einen guten Ruf, einen guten Namen, also in ganz Deutschland und so. Mhm. Und mit der Holzschule habe ich ja dann meine Weltreisen alle gemacht, nach Sibirien, nach Afrika, Amerika und so weiter. Aber es ging ja dann so, da haben wir ja mal ein Seminar machen müssen, einmal für den Aufbau, einmal für die Isolierung, einmal für das Dach, einmal und so weiter halt. Und dadurch hat man halt die Leute alle kennengelernt, gell? Also vom Bürgermeister bis zum Kämmerer und dann eben auch die Bürgermeister. Also einen Stöcker habe ich noch sehr gut gekannt und den war ich jetzt auch, aber jetzt mittlerweile, das läuft halt alles weg, weil man ja nicht mehr tätig ist. Gell? Ja, das ist klar. Also, aber Sie sind ja immer noch engagiert, ja? Ja, sicher. Ja. Ja. Wir haben ja bei der Landesgartenschau, da habe ich mich ja dann persönlich engagiert. Also da ist, hängt heute noch vor der Haustüre da das Blech im Blend. Da ist halt so, dass man war einfach dabei, gell? Man war bei den Besprechungen dabei und so. Und das war alles, das war recht nett, das war recht interessant. Gell? Also das ist eigentlich eine sehr schöne Sache immer. Ja. Ja, Herr Lindner, da können Sie eigentlich auf ein sehr erfülltes berufliches Leben zurückblicken. Und dadurch, dass Ihre Firma jetzt in Händen Ihres Sohnes ist, ist das natürlich auch sehr schön, wenn man das von außen betrachten kann. Ja. Das ist sehr beruhigend, ja. Ja, sehr beruhigend, das kann man wirklich sagen. Ja. Ich wünsche Ihnen für Ihre Zukunft weiterhin alles Gute. Natürlich, was ich Ihnen allen nur wünschen kann, ist Gesundheit. Alles andere haben wir ja sowieso jetzt. Ja. Und bedanke mich im Namen des Historischen Vereins von Rosenheim sehr herzlich für Ihr Gespräch. Genau, ich bedanke mich auch, dass ich mich in der Weise da outen durfte, ja, damit das vielleicht erhalten bleibt für meine Kinder oder so. Ja. Und so weiter. Vielen Dank.